Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu NHL 22 Ultimate Team. Jawohl, heute geht es im Tutorial um die Fähigkeitenpunkte. Und zwar habe ich jetzt ein bisschen rumrecherchiert, ein bisschen geschaut und habe überlegt, was denn so Sinn macht. Natürlich kommt es neben den Fähigkeitspunkten auch auf die Synergien an, die ihr habt. Wobei das nicht direkt zusammenhängt, aber es ist natürlich schlau, wenn die Leute, die schon den Boost haben, auf gewisse Werte dann auch Fähigkeitspunkte Boost erhalten. Wie es im Spiel ist, kann ich euch jetzt noch nicht sagen, weil wie gesagt, wir spielen nächste Woche erst online. Was das für ein Impact hat, wissen wir eben noch nicht, aber wie gesagt, können wir mal schauen. So, drücken wir mal Dreieck, dann kommen wir zu den Fähigkeitspunkten. Und ihr seht hier schon, allein Ovechkin von mir frisst hier fucking 14 Fähigkeitspunkte. Mit One-T und Urgewalt. Aber da bin ich ganz froh drüber. Weil One-T haben mich jetzt tatsächlich nochmal mit Böser. Wie gesagt, also es gibt die Superstar X-Faktors, das sind die goldenen, und es gibt die Superstar-Faktoren, das sind die silbernen. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, dass manche, so wie Mark Stone, die in der dritten Reihe nur spielen, keine bekommen, also keinen aktiven Fähigkeitspunkt haben. Weil ich mich dafür entschlossen habe, dass die bekommen sollten, die sowieso entweder spielen, also durchgehend spielen, so wie zum Beispiel John Gibson, oder in den vorderen Reihen stehen, so wie Landeskog, Ovechkin, O'Reilly, Boeser und Carlson, weil es aus meiner Sicht mehr Sinn macht, wenn die diese Fähigkeitspunkte aktiviert haben, so wie wir es letztes Mal gesehen haben, allein unsere ersten beiden Verteidigungsreihen, was hier zum Beispiel Ekblad und Provorov ausschließt, Girard wird es zum Beispiel tatsächlich mit einschließen eigentlich, hatten über oder fast 30 Minuten Eiszeit. Aber über 25 Minuten Eiszeit, und das ist viel. Das ist fast die Hälfte des Spiels. Also wieso sollte ich Fähigkeitspunkte rausholen für Leute, die dann vielleicht 5 Minuten auf dem Eis stehen, während ich hier Fähigkeitspunkte ausgeben kann für Leute, die tatsächlich fast das halbe Spiel spielen. Deswegen mein Gedanke, gibt lieber diese Fähigkeitspunkte oder diese Superstar-Fähigkeitspunkte an die Spieler ab, die in euren vorderen Reihen stehen und länger auf dem Eis sind. Weil da macht es aus meiner aktuellen Sicht mehr Sinn. So, welche Fähigkeitsmöglichkeiten oder Fähigkeiten gut sind, kann ich auch noch nicht beurteilen. Also ich kann jetzt nur das sagen, was ich mir gedacht habe, was ich jetzt recherchiert habe, was halt mehr Sinn macht. Aber wie im Endeffekt der Impact aufs Game ist, werden wir erst in 2-3 Wochen wissen wahrscheinlich. Genau, aber um es nochmal zu sagen, ihr habt 35 Fähigkeitspunkte zu vergeben. Desto mehr X-Faktor-Spieler ihr habt, desto mehr Fähigkeitspunkte verliert ihr. Also wenn ich jetzt die zwei rausnehmen würde, hätte ich 20 Fähigkeitspunkte noch frei. Das heißt, ich könnte hier aktivieren, ich kann hier aktivieren, ich kann den aktivieren, den aktivieren, den aktivieren. Und jetzt hätte ich immer noch 2 Punkte frei. Und der Einzige, der dann keinen mehr kriegen würde, wäre tatsächlich Mark Stone. Alle anderen wären jetzt aktiviert. Und das ist halt schon krass. Also wie gesagt, desto mehr X-Faktor-Spieler ihr habt, desto weniger verfügbare Punkte habt ihr für den Rest der Mannschaft. Deswegen die X-Faktor sinnvoll einsetzen. Zum Beispiel wie bei O'Reilly, Blitzer, Bully, Hilfe bei Bullies, immer gut. Immer gut. One-Tees, da bin ich tatsächlich noch am Überlegen, ob ich die behalte, weil das, wie gesagt, sind 14 Punkte. Und bisher hat sich das nicht so ganz ausgezahlt bei Ovechkin. Aber wie gesagt, schauen wir einfach mal, was in Zukunft noch kommt. Wie gesagt, wir haben jetzt hier in der Woche 4 Spiele zum Testen. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag mit, wie heißt es denn gleich wieder? Squad Battles, beziehungsweise Team Battles. Joa, wie gesagt, wir spielen mit der Mannschaft und ab Sonntag spielen wir dann wahrscheinlich mit einer anderen Mannschaft. Oder zumindest wahrscheinlich mit vielen anderen Spielern. Welche Mannschaft das genau sein wird, das weiß ich jetzt auch noch nicht. Aber wie gesagt, also das ist jetzt meine Meinung zu den Fähigkeitspunkten. Wie gesagt, ich wiederhole nochmal, die Superstar-Spieler fressen viele Punkte zusammen hier. Das sind 20 Punkte. Und wenn ihr diese Punkte verteilt, würde ich aktuell noch schauen, dass ich es in den ersten 2 oder in den ersten 3 Reihen maximal verteile, weil die dahinter spielen meistens nicht mehr als 5-6 Minuten auf dem Eis. Wenn ihr natürlich jemanden seid, der von alleine durchwechselt und sagt, hey, pass auf, bei mir spielt die letzte Reihe auch 10 Minuten plus, dann macht das natürlich mehr Sinn. Aber, ich sag's nochmal, wenn ihr die Reihen nicht selber wechselt, macht Sinn, dass ihr die ersten 2 Reihen mit diesen Punkten verteilt und diese Punkte unter den ersten 2 Reihen verteilt, weil das die sind, die meistens mehr als 18 oder 25 Minuten auf dem Eis stehen. Genau. So viel zur Einführung hier in die Fähigkeitspunkte. Das ist jetzt meine Meinung.
Morgen um 15 Uhr im Tutorial machen wir dann die Synergien. Genau. Und was mir jetzt auch noch gerade einfällt, wir machen natürlich nochmal ein Update. Also je nachdem, wie das hier Ganze läuft, in 2-3 Wochen gibt es nochmal ein Update. Damit wir dann sehen, was wirklich gut ist und was brauchbar ist bei den Superstar-Fähigkeiten sowie den X-Factor-Fähigkeiten. Genau, ansonsten sehen wir uns um 19:45 Uhr wieder. Solo Battles, bis dann. Ciao und V, bleibt gesund. Wir sehen uns.